So, zwei Schnitzelbrötchen später steigen wir ein in die Viertelfinalpartien. Alleine wegen der Schnitzelbrötchen empfehle ich Ihnen wärmstens, sich im kommenden Jahr Karten zu besorgen. Seit meiner Kindheit hier einer der Highlights vom Pre-Big Cup. Aber zurück zum Fußball und weg vom Thema Schnitzel. Schönes Nordderby haben wir vor der Brust. Werder gegen Wolfsburg. Werderaner etwas überraschend in diese Runde eingezogen. Der VfL Wolfsburg hatte sich als Favorit durchgesetzt. Aber was heißt das schon? Hier die erste Möglichkeit für den SV Werder Bremen. Jetzt die Führung für Werder Bremen. Klasse Spiel über die Bande. Karam Canero Alves. Karam Canero Alves noch 55 Sekunden für Werder Bremen zum 1-0. Nach einer guten Minute. Schiedsrichter der Partie jetzt übrigens Gerard Michael Walker vom TuS Nettelstedt. Er wird später auch das erste Halbfinale leiten dürfen. Beide Mannschaften zogen souverän in die Runde der letzten Acht ein. Werder Bremen 5-2 gegen Borussia Dortmund. Der VfL setzte sich mit 4-1 gegen Osnabrück durch. Etwas längere Pause hatten die Werderaner. Aber beide Mannschaften sind fit genug, um hier wieder fit und ausgeruht auf der Platte zu stehen. Wolfsburgern ja der ist ja damit der interessanteste Spieler im Turnier. Gibril Cesai. Und aber auch Antonio Brandt. Der torgefährlichste Torhüter hier von allen. Tolle Abschüsse. Insgesamt Wolfsburg mit starken Einzelspielern. Max Janke, Johnny Bohr, Jesaja Herrmann auf jeden Fall nicht zu vergessen. Ist schon toll zusammengestellt. Bei Bremen sieht man gerade David Philipp, der Angreifer. Sehr auffällig hier. Fred Mensah Kashi auf jeden Fall. Tolga Kutsu immer wieder auffällig. Also beide Teams hier auf jeden Fall qualitativ hochwertig aufgestellt. Und das kann richtig in die Hose gehen für Wolfsburg. Aber das Cesai ziemlich zügig.
nackendes Duell an der Bande. Okay, mit der kurzen Ermahnung, aber macht das ganz entspannt weg. Tolle Ausstrahlung. Der Unparteiische. Ist einer der besten Schiedsrichter hier im Kreis. Da gab viele Trainer immer wieder. Die Schiedsrichter müssen und können gar nicht alles sehen, aber die Art und Weise, wie sie mit Spielern oder Trainern umgehen, das ist das Entscheidende. Eben nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und da ist Walker ein Paradebeispiel für. Und jetzt das Tor für die Wolfsburger. Was war da denn los? Da gucken sich alle ganz entgeistert an. Wissen gar nicht, was da richtig passiert ist. Lukas Scholz mit der 21 für die Wölfe zum 1-1 Ausgleich. Beide Teams in derselben Liga aktiv. Die Wolfsburger stehen auf Tabellenplatz 2. Stärkste Offensive der Liga. 41 Treffer in 13 Spielen, Entschuldigung. Die Veteraner auf Platz 5. 4 Punkte hinter den Wölfen. Also auch draußen schon ein Duell. Ziemlich auf Augenhöhe. Immer wieder die Vorschüsse von Antonio Brandt. Guter Ball jetzt im Zentrum gespielt. Gutes Dribbling, aber dann die Parade von Timo Ahrens. Wichtig. Und die Bremer greifen wieder an. Das ist der Torschütze zum 1:0. Alves. Freistoß wäre da richtige Entscheidung. Und schließlich der Walker. Und jetzt das 2:1 für den SV Werder Bremen. Martin Pillor musste mal nur einschieben. Vorlage kam von Karan Martin Pillor für Werder Bremen. 6 Minuten 2:1. Noch zu spielen. 2:1. Für das Team von Frank Bender. 47-jähriger Übungsleiter der Bremer. Am 1.1.2014 im Amt. Oh, und hier ein böser Zusammenstoß zwischen Brandt und dem Veteraner Spieler. Hoffentlich alles gut gegangen. Canero Alves, der hier am Boden lag, aber steht schon wieder.
David Philipp. Aber ja, klasse Turnier gespielt. Riesenchance und Brand ist zur Stelle. Deckball. Philipp Bremer. Ich möchte Fredman Sakashi einen 9 Meter haben, aber Rocker sagt nein, greift Schaman, deswegen Freistoß für den VfL Wolfsburg. Gleich die Entschuldigung von David Philipp. Alles entspannt. 4 Sekunden waren rum. Ist das jetzt? Ballbesitz für Werder Bremen. Der Philipp. Jetzt hier Bohr im Duell mit Henry Rorik dabei geklärt. Wieder Antonio Brandt. Der klasse gespielt. Aber die Bremer verteidigen das jetzt sehr leidenschaftlich. Und sehr konzentriert. Freistoß jetzt. Für den VfL. Beide Trainer stinksauer da. Vor allem Uwe Besing regt sich da ziemlich auf. Rocker regelt das entspannt im Dialog. Klasse Lauf! Und was für ein Tor! Da hat sich Max Janke durchgesetzt, wurde gezogen ohne Ende und dann. Ausgleich für die Wölfe durch die Nummer 9, Jesaja Herrmann. Es steht 2:2. Hier. In diesem engen Viertelfinale. Der Gewinner steht unter den letzten 4. So schnell geht so ein Turnier ja auch wieder rum. Jetzt David Philipp. Sie nicht durchsetzen. Und jetzt das Foulspiel. Klare Geschichte. Jesaja Herrmann. Fehlt 2 Minuten. Zeitstrafe gegen Wolfsburgs Nummer 9, Jesaja Herrmann. Die Wolfsburger jetzt in Unterzahl für 2 Minuten. Das bisher in diesem tollen Turnier noch ein kleiner Schwachpunkt. Wenig Überzahlspiel. Alle Mannschaften haben gewisse Probleme mit, das den Ball anlaufen zu lassen. Wir werden oft hektisch, statt die Ruhe am Ball zu behalten. Klasse Abschluss hier. Im Nachschuss aber wieder ist Antonio Brandt zur Stelle. Und jetzt die Wolfsburger in Unterzahl auf dem Weg vors Tor. Aber jetzt Timo Ahrens. Entspannt. 40 Sekunden haben die Wolfsburger überstanden. Jetzt die Riesenchance für Bremen, aber das Brand dazwischen. Jetzt die Überzahl für Bremen. Klasse Solo! Von Martin Hellor.
Aber Kitz hat nicht vollendet. Nächste Möglichkeit, wieder Brandt. Nachschuss. Der Ball ist nicht im Tor. Im Tor des VfL Wolfsburg, Antonio Brandt. 35 Sekunden noch. Die Unterzahl für Wolfsburg. Max Janke jetzt, macht das clever. Auf Zeit, Brandt muss diesen Ball wegspielen. Weil Canero Alves da auch nicht Druck gemacht hat. 17 Sekunden noch auf der Uhr. In Sachen Unterzahl. Wir gehen in die letzte Spielminute. Die letzte Spielminute läuft. Mit 6 Sekunden dürfen die Wolfsburger wieder auffüllen. Verlieren jetzt aber den Ball. Da rutscht hier Bohr weg. Ball nochmal quer gespielt. Klasse von Brandt. Wichtige Parade. Und jetzt die Wolfsburger wieder komplett. 4 gegen 4 in den letzten 15 Sekunden dieser Partie. Es geht um den Einzug ins Halbfinale des Fairway Cup 2016. Toller Hackentrick hier nochmal. Jetzt 2 gegen 2, wenn es schnell geht. Das ist Jeboah. Jeboah. Fußabwehr von Ahrens. Nachschuss. Posten. Die Wolfsburger nochmal. Kaum in Gleichzahl. Sofort wieder aktiv im Angriff. 33 Sekunden auf der Uhr. Oh, noch 30 Sekunden im Kick hier. Also, das ist Brandt. Brandt. Aber Ahrens hält. Muss jetzt schnell zurück ins Tor kommen, der Ball nochmal abgefälscht ins Publikum. 22 Sekunden auf der Uhr. Die Zeit ist wieder angehalten. Erleben wir das zweite 9-Meter-Schießen des Tages oder gibt es noch einen Lucky Punch? Ball nochmal ins Publikum, Uhr ist wieder angehalten. 15 Sekunden sind noch drauf. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Das ist wieder Jeboah. Jeboah kommt frei zum Schuss, frei zum Schuss. Letzte Tor aus. Tor! Tor! Tor für Wolfsburg! 9 Sekunden vor durch dem Ende. Durch die Nummer 8, John Jeboah. Das 2 für den VfL Wolfsburg. Zweimal zurückgelegen, einmal Unterzahl überstanden. Und jetzt der Treffer zum 3:2. John Jeboah. Das Spiel ist noch nicht rum. 2 Sekunden. Jetzt! Wolfsburg ist und das ist der Endstand. Halbfinale. Gratulation an den VfL Wolfsburg. Es steht im Halbfinale und wir bedanken uns für das Turnier des SV Werder Bremen. Dankeschön an die Nordlichter.